Hallo und willkommen zur ersten Folge LS19 auf der Provinz, das neue Projekt. Das dritte LS-Projekt jetzt schon. Zweimal musste man abbrechen, oder wollte ich nicht mehr, oder hatte ich keinen Bock mehr, oder ging nicht mehr. Und jetzt habe ich eine Map gefunden. Später auf jeden Fall mehr zu der Map. Warum ich die so cool finde und warum ich ein gutes Gefühl bei der Map habe, dazu später mehr. Auf jeden Fall neue Map, neues Glück. Ich hoffe, es geht gut los, direkt zum Anfang. Die Teile werden nicht viel länger wie 10 Minuten werden meistens. Oder eigentlich immer. Weil eben wegen dem Upload-Problem. Wir spielen auf Mittel, damit ein bisschen was vorangeht. Wir haben Kuhstall, Silo haben wir schon, Schweine, Pferde, Schafe, haben wir schon alles. Maschinenfuhrpark habe ich uns auch schon einen zusammengestellt, der steht aber noch am Händler und es fehlen noch die ein oder anderen Sachen. Und wir haben auch schon ein paar Felder, nämlich 6, 10, 29 und die Hofparzelle, die große, also alle Tiere. Das heißt, wir können richtig durchstarten jetzt schon. Und ich habe richtig Bock und wir fangen jetzt auch an mit dem Fuhrpark vorstellen. Und zwar haben wir drei Schlepper, drei Bulldogs, einmal 1800er MB-Trag. Einmal ein 824er Favorit. Und ein Deutz Agrostar. Einen relativ großen Drescher. Aber dafür einen kleinen Anhänger, kleine Sämaschine, kleine Kreiselecke. Dann so ein Steinwerkswagen. Es fehlt noch Sachen zum Transportieren vom Saatgut. Also beziehungsweise den Anhänger können wir hier umbauen. Aber Frontlader und Saatgut fehlt noch. Konsole hat hier der MB-Truck. Und wir werden jetzt mal kurz gucken. Scheiße, wir haben hier Zuckerrüben drauf. Ich raste aus. Okay, ist alles noch im Wachstum. Bis auf die 6. Was ist auf der 6? Sonnenblumen. Gut. Folgendes machen wir dann jetzt. Halt, ich guck direkt mal kurz wegen Sound. Sound müsste jetzt besser sein. Oder ich war auch vorher schon gut. Wer schnappt uns einmal hier den Deutsche? Mit der Kreiselecke. Und der Maschine. Und wir haben natürlich First Play am Schlüssel, aber ich sehe schon, komplett falscher. Irgendwie müssen wir zu hoch, wir fahren aber nach vorne da. Also, kurz zu der Map. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber in LS 17 gab es eine Map, die hieß Klingenbach. Und ich finde, diese Map hat extreme Ähnlichkeiten, wenn nicht sogar von der Grundfläche fast 1:1 zu Klingenbach. Und ich finde, die sieht so nice aus, die Map. Hat aktuell kein Fabrikzeug, gibt es ja eh noch nicht, hat gar keine Map aktuell noch. Aber vielleicht kommt es ja noch. Na, hier der Hof, die Auffahrt 1:1 finde ich. Bisschen abgeändert ist es, aber dazu können wir später, denke ich, noch mehr sagen. Ach, hier Schluss. Hof hätten wir Händler hoch. So.
und stellen das Schmuckstück hier von Deutz. Oh Gott, ey. Warum ich nicht? Ich bin ja kein Deutz-Fan, ne? Ich finde ja Deutz in echt eine abgrundtief hässliche, ekelhafte Marke. Ja, also das kann es nie geben, wie es gut ist. Auch immer, ist mir egal. Aber hier im Spiel ist es ja nur ein Spiel, deswegen kann man sich hier auch mal ein Deutz gönnen. Und wir müssen jetzt mal kurz gucken. Rübentechnik als Anhänger. Kartoffeln. Da oben gibt's nur das. Viel zu klein, ey. Ja. Wir schicken hier mal den Deutz Agro-Star ohne Sämaschine auf Feld 10, weil wir haben ja noch kein Saatgut. Und lassen den das, die Zuckerrüben wegmachen. Das ist alles an Kalken, Glühen, Unkraut, Vogtzerstörung. Das einzige, was aus ist, ist Pflanzensterben. Das habe ich ausgemacht, weil keine Ahnung, ich mache das halt immer aus. Ah, hier schön Feld 10. Das ist hier unser größtes Feld und da sind natürlich Zuckerrüben drauf. Wir brauchen das, dann Feld 10, 3 Meter, aktuelle Position, bam. Da, speichern. Feld 10. Robert schreibt da mit B. Ja, ist egal. Let's go. Der wird da jetzt ein bisschen beschäftigt sein mit dem kleinen Ding. Wir haben extra, also Drescher-technisch bin ich auf groß gegangen, aber Ansehen und alles sind wir jetzt noch relativ klein. Ist halt jetzt so. Müssen wir mal schauen, wie lang wir das jetzt haben. Aber ist, wir lassen es jetzt auf jeden Fall erstmal so. Wir müssen mal eben den Anhänger weg tun. Wir haben ja auf jeden Fall, ich bin jetzt auch drauf gegangen, wir haben zwar, das sind zwei sehr große und sehr starke Bulldogs, aber trotzdem noch etwas älteren Zeitbereich. Also wir haben jetzt hier kein 7420 Vario, sondern nur ein 800er. Oder was ist nur ein 800er Favorit, aber der MB-Truck hat glaube ich 180 PS, der Fendt hier 205 PS und der Deutz glaube ich irgendwas auch um die 110 PS. Also wir haben nichts unter uns. Ich guck mal kurz, beim Deutz bin ich mir nicht sicher. 140 sogar, okay. Aber wir haben alles eine hohe PS-Zahl. Jesus. Wir mieten uns kurz einen Maispflücker. Den hier mieten wir uns kurz, dann können wir die Sonnenblumen nämlich weghauen. So. Können wir die Sonnenblumen oben an Feld 6 wegmachen. Wir sind nämlich ja reif. Und dann nehmen wir das Geld für die Sonnenblumen auf jeden Fall mit, weil die geben ja richtig viel Geld. Aber der erste Teil ist vorbei und ich werde den ersten Teil wahrscheinlich heute noch hochladen und als Premiere machen, damit ich euer Feedback direkt sehe und mit im Chat schreiben kann, wie euch das Projekt so im ersten Teil so gefällt. Und ich weiß nicht, was mir so gerade einfällt.
wir könnten doch alle 10 Folgen, also erste, dann die 10., 20. und so weiter, eine Premiere machen und dann könnt ihr das Feedback direkt live schreiben und dann kriege ich das direkt mit und nicht erst vielleicht zu spät. Ich lese zwar die Kommentare relativ schnell, weil es sind ja echt wenige noch, aber dann, dass wir halt sowas machen, dann können wir alle 10 Folgen halt machen. Wie in einem Livestream schreiben, weil ich mache ja keine Livestream, weil es ja technisch überhaupt nicht geht. Weder über OBS noch über die Grafikkarte kann ich streamen, also bleibt jetzt nur Video und dann ist ja Premiere was Schönes. So, das war's. Ich lade die Folge jetzt direkt hoch und nehme dann die anderen auf und dann ist heute, mal gucken, 16 Uhr, je nachdem wie lange das Video dauert hochzuladen, eine Premiere.